The power of the dark side, 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 side. Quinn hat ihre Übermittlung ausgeschaltet und ich sie. Deine Unachtsamkeit hat für eine Krise gesorgt. Doch da du sie gemeistert hast, können wir fortfahren. Ich hatte gehofft, eine Konfrontation mit der Jedi-Ermittlerin zu vermeiden. Aber wir waren dazu gezwungen. Hauptsache, Rylon kann nicht mehr enttarnt werden. Und wie würdest du Lieutenant Quinns Beitrag beurteilen? Lieutenant Quinn ist ein außergewöhnlicher Offizier. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Ein großes Lob. Quinn, ich denke, ihr habt eure Schuld mir gegenüber angemessen beglichen. Ich ernenne euch zum Captain und übertrage einen Befehl, der es euch ermöglicht, stationiert zu werden, wo es euch beliebt. Ihr könnt wegtreten. Ich danke euch, Lord Barras. Wenn meine Handlungen dem Imperium dienen, dienen sie mir. Ich hätte auch ohne unsere Vergangenheit dasselbe getan. Bevor ich gehe, es war mir eine große Ehre, euch zu dienen. Ihr seid das Konzentrat dessen, wofür das Imperium steht. Die Ehre war ganz meinerseits, Captain. Auf dass wir uns wiedersehen. Ich salutiere euch. Er wird alle Hände voll zu tun haben. Es gibt mächtige Imperiale, die darauf aus sind, ihn unten zu halten. Doch wenn Quinn sie überwinden und die Stellung einnehmen kann, die er verdient, besteht gute Hoffnung für unsere imperialen Verbündeten. Wenn er die Möglichkeit erhält, wird er sich selbst übertreffen. So oder so, das soll nicht unsere Sorge sein. Quinns Angelegenheiten sind nichts im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht. Deine Anwesenheit auf Balmorra ist nicht mehr erforderlich. Kehre zu deinem Schiff zurück, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Ich werde dich dort kontaktieren. Wir brechen also auf, ja? Auf zu unserer nächsten Übung in Herrschaft und Zerstörung? Herrschaft und Zerstörung sind meine liebsten Beschäftigungen. Es ist schön, wenn man genießen kann, worin man gut ist. Nun, hoffentlich hat der nächste Ort, an den wir gehen, einen Strand. Oh, die Wette hätte gerne Strand. Planet. Game of Tatooine. Aber ich glaube, sobald wir auf Tatooine sind, willst du da nicht mehr hin. Ich hoffe, ihr findet meine Anwesenheit hier nicht störend. Ich bitte um eine Audienz. Ihr seid jederzeit willkommen, Quinn. Es freut mich, das zu hören. Wie ihr wisst, hat Lord Barras ermöglicht, dass ich dort eingesetzt werde, wo ich möchte. Das ist eine Entwicklung, die ich ersehnt habe, aber nicht erwartet hätte. Euch bei eurer Mission auf diesem Planeten zu helfen, hat meinen Ehrgeiz wiedererweckt, mit dem ich meine Karriere begonnen habe. Einen möglichst tiefgreifenden Einfluss auf das Imperium zu haben. Wir teilen diesen Wunsch, Captain. Das habe ich auch so verspürt. Mir fällt keine glorreichere und ehrenwertere Art ein, die Galaxis zu verändern, als euch zu dienen. Ich bin hier, um mich euch zu verpflichten. Ich bin willens und bereit, jeden Dienst zu tun, den ihr als passend erachtet.
Eine faszinierende Vorstellung, Quinn. Ich bin so fasziniert, ich könnte gähnen. Bitte nicht jetzt, Wett. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, werde ich mich sicher als würdig erweisen. Ich bin ein ausgezeichneter Pilot, Militärstratege und ein tödlicher Schütze. Ich kann dieses Schiff fliegen, eure Schlachten planen, eure Gegner einschätzen und töten. Einen unermüdlicheren und loyaleren Gefolgsmann werdet ihr nicht finden. Ich widme mein militärisches Können und meine ganze Kraft eurer Sache. In Ordnung. Irgendwie leuchtet dieses Teil in der Mitte bei mir da immer blau, aber... Danke. Ich werde meine Unterlagen vorlegen, sobald wir abreisen. Ich habe neuer Begleiter. Das kannst du auf dem nächsten Planeten anklicken. Ich bin im Raumschiff. Ich wäre mal ganz stark dafür, vielleicht zu schauen, ob wir irgendwie die Möglichkeit haben, vielleicht müssen ja auch Imbi oder Fauxi oder so berufsmäßig da gucken. Also Fauxi kann ja jetzt einen Zweitberuf annehmen, auch Drittberuf, dass wir da schauen, was für sie wichtig ist. Das war doch in dieser Abteilung, wo man auch Klamotten kaufen konnte, ne? Genau, genau. Wir müssen auf die Flotte. Und ich würde gerne mal schauen, natürlich nur, wenn es interessant ist, was ich noch so alles machen kann an Handwerksfertigkeiten. Weil bis jetzt kann ich immer nur das eine selber von Anfang an und habe relativ viel Material. Und ja, falls Interesse oder Lust besteht. Dann hole ich aber die Sachen wieder aus dem Schrank raus, weil dann kann ich doch das, was ich beim Hacken bekomme, auch weiterverarbeiten, oder? Quasi, ja. Du kannst aus dem Schrank herstellen, das brauchst du nicht im Inventar haben. Okay. Also das geht von der Bank. Herstellen geht von der Bank. Begib dich sofort dorthin. Okay, dann... Wie wäre es aber jetzt dann doch erstmal einen Abstecher auf die Flotte machen, bevor wir uns zu unserem nächsten Questziel nach Shadar begeben? Mit diesem Notfallflottenpass? Nö, mit deinem Schiff über die Sternkarte kannst du auch die imperiale Flotte auswählen. Oh, warte, jetzt muss ich erst die Links suchen gehen. Nutzt gerade nur im Schiff deinen Schrank. Ja, ich habe eben gerade aufgeräumt. Wir haben nämlich viel Plunder dabei. Habt ihr jemals von Nocdrain gehört? Dem Piraten? Er hat die Unterwelt vor ein paar Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt. Der das Rat-Kartell und das Wandelhelm-Kartell in einem mächtigen Streich zerstörte. Der Kerl? Wann erkenne ich, wenn ich da bin? Bin ich nicht normalerweise aus dem Schiff raus? Nocdrain war der berühmteste Mörder der Galaxis. Aber er hat mich befreit. Wenn ich aus dem Fenster gucke, stehe ich noch mitten im Wetter. Als er sich mit Nock anlegte. Vielleicht hatte er auch einfach nur etwas, das... Die Flotte ist doch mitten im Weltall. Ja. Hat jemand von der Bande die Begegnung überlebt? Ja, du klickst auf die Sternenkarte, fliegst hin, kriegst kurz diesen Sprung da, den Sphären- oder Warp-Sprung, sag ich jetzt mal. Und dann stehst du quasi noch im Weltall. Wenn du aussteigst, fliegst du dann erst hin. Er war hart, aber er war kein Schurke. Irgendwie in Erinnerung, ob das nicht da draufklickt, der schon hinfliegt. Da hat mir irgendwie ein Bildschirm dazwischen gefehlt. Nee, der kommt erst noch. Oder einfach ihre eigenen Wege gehen. Ich nehme an, du hast die Gelegenheit zum Plündern gesehen und beim Schopf gepackt. Oh, und für die kalten Tage habe ich das noch. Von einem Planeten ziehen, auf dem wir waren. Oh, hey. Ich war die kleinste in der Mannschaft.
Moment, und ich hatte in den Minen gelernt, mich in enge Räume zu zwängen. Boah, ist das kalt. Locks Mannschaft brachte mir bei, wie man steht. Das sieht einfach für so eine lange Zeit aus. Hat mir das Stehlen nichts ausgemacht. Mir war so viel. Ja, das ist halt eins meiner absoluten Lieblingssätze. Es muss hart für dich gewesen sein. Jetzt bräuchte ich noch einen hübschen roten Farbkristall. Gehen wir wieder an die Arbeit, ja? Wenn ich ihn herstellen könnte. Mit Beherrschung oder Schnelligkeit. Ja. Ja, wunderbar, ich war genau auf eurem Punkt, aber keiner war da. Foxy ist hier draußen. Okay. Wieso habe ich euch da drin nicht sehen können? Ich weiß es nicht, wir sind irgendwie in dieselbe Phase geportet worden. Ja. Flugkommandant Perol, wie ich sehe, habt ihr ein Schiff. Ausgezeichnet. Die Republik wird immer dreister. Ihre Angriffsstaffeln greifen imperiale Einheiten aus. Wie habt ihr das jetzt gemacht? Ich kann nichts anklicken. Dein Turbolift. Wir können kaum mithalten. Wir müssen die Republik daran erinnern, wer über die Galaxis herrscht. Hatte ich vorhin schon mit den Kisten das Problem. Konnte ich klicken, klicken, klicken? Die haben sich nicht geöffnet. Ich habe die KAS-23 und die Sturmstaffel mobilisiert. Aber das reicht nicht. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel. Gibt's auch einen Lift, der nicht Turbo ist? Angesichts eurer beeindruckenden Fähigkeiten hoffe ich, dass ihr die Staffel anführen werdet. Ich werde die Streiter des Imperators mit Stolz anführen. Musst du nur rechts draufklicken. Ausgezeichnet, mein Sith Lord. Euer Codename lautet... Gewitter. Oder geht das bei dir nicht? Nach 10.000 Mal klicken hat sich dann dieses Menü da geöffnet. Jetzt sind zwei Auswahlmöglichkeiten, aber das hat sich dann nicht anklicken lassen. Für das Imperium. Hm, das ist natürlich doof. Klicken, um hier zu reisen. Oh, das Weihnachtsevent ist, glaube ich. Mein Sith Lord. Kann es sein, dass schon das Weihnachtsevent ist? Ich mich auf dem Schiff eingelebt. Ich stehe zu euch. Ich könnte mir das gut vorstellen. Jetzt immer auf die Schaffe. Salutieren liegt mir mehr als Sith Lord. Und beim Steuern bin ich sogar. Ach, wir brauchen 12 Gildenmitglieder, damit wir die Gildenbank überhaupt freischalten dürfen. Weil wir viel sind wir denn schon? Ausgezeichnet navigieren und steuern können. Ihr werdet euch beweisen müssen, Captain. 11. Das heißt, der nächste, der kommt, hat die Ehre und ist Nummer 12. Festung Crewfähigkeit. Ich komme da immer durcheinander. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin Fächen hinterher gewackelt. Ja, ihr seid aber in zwei total verschiedenen Ecken darum, hä? Ja, ich laufe hier gerade zu hier, weil ich, ja. Passen. Ah, da, Handwerks aus. Die Galaxis wird weiter. Was hab ich denn? Warte mal. Kunstfertigkeit habe ich ja. Ja, immer einer. Und na, die Waldfee. Irgendwas mit Hacken. Hacken. Oh, ich kann sogar Schwertgriffe herstellen. Noch dieser Ausbilder kann dir nichts beibringen. Ich und mein Ausbilder will nichts mit mir zu tun haben. Naja, Hacken ist ein Sammelberuf. Ja. Das heißt, für dich wäre es jetzt... Was haben wir denn? Wir haben... Plündern hat schon jemand. Archäologie und Bioanalyse hat jemand. Bringt mir Schatzsuche was? Die Sache ist halt, ohne einen Handwerksberuf, im Prinzip bringen dir alle Nebenberufe nichts. Also Hacken ist halt so ein Nice-to-have-Bonus. Es ist halt, wenn du den x-ten Twink machst, dann nimmst du Hacken, Plündern und Archäologie oder Hacken, Plündern und Bioanalyse und farmst einfach nur des Zeugs nebenbei, um mit anderen Charakteren dann später mal Berufe zu leveln. Mhm. Das heißt, die, ja, wenn du unter Anführungszeichen jetzt für uns noch Rüstung herstellen möchtest, wäre das, dass du dir Synth-Fertigung nimmst, Hacken verlernst. Und ja, also dann Synth-Fertigung plus die dazugehörigen Berufe nimmst. Du das jetzt trainieren? Genau, also das ist Herstellungsberuf für Rüstungen. Und was dann noch? Wieder hier drüben, Archäologie und Unterwelthandel. Gemacht. Du brauchst dann die Artefakte und alles, was du an Farbkristalle hast, kannst du wahrscheinlich an Betonente abgeben. Unterwelthandel?
Genau. Und hier Archäologie. Ich weiß nicht, ob Ente die Artefakte auch braucht oder ob er hauptsächlich die Farbkristalle braucht, oder dann könntet ihr zusammentauschen. Also du musst eine Q-Fähigkeit verlernen, bevor du Archäologie erlernen kannst. Also Hacken erlernen, ne? Verlernen, ja. Ja. Wo mache ich denn das? Wenn du B drückst, steht unter deinem Berufen X und das kannst du dann wegklicken. Dann immer nur noch blaue Farbkristalle. Boah. Ich fühle mich so ein bisschen verloren gerade. Ja. Ich habe Cybertech und Plündern. Das heißt, du gehst zum Cybertech-Lehrer und kannst bei dem vielleicht neue Sachen erlernen, wenn du schon Sachen hergestellt hast. Ne. Du musst auch Sachen herstellen und den Beruf halt leveln. Ich bin jetzt gerade dabei und stelle ein paar Sachen noch nebenbei her. Kann ich als Charakter auch Sachen herstellen? Schneller als meine Gefährten? Nein, das können nur Gefährten herstellen. Das Einzige, wo du als Charakter machen kannst, ist die Sammelberufe. Weil bei uns in der Gruppe kannst du halt selbst alles aufheben. Wenn du zum Beispiel mit deinem Gefährten unterwegs bist, macht das auch der Gefährte. Schade. Okay, natürlich könnte ich jetzt mich hinstellen und sagen, okay, ich knall jetzt mal alles durch und bin schneller als die Gefährten. Also brauche keine 20 Minuten für einen Kristall oder wie auch immer für irgendwas. Und ja, die Sache ist halt, wenn du kein... Das ist ganz witzig nämlich. Wenn du kein Abonnent bist, kannst du immer nur eine Sache herstellen bei einem Herstellungsberuf. Okay. Das heißt, wenn man nicht Abonnent hat, sondern nur bevorzugter Status oder sonst irgendwas hat, dann nimmt man sich Sammelberufe und guckt, dass man so wie bei uns jetzt innerhalb der Gilde, dass man sich da dann Leute sucht, die einem Sachen herstellen können. Okay. Weil du kannst wirklich immer nur eins herstellen. Als Abonnent kannst du aber eine Schlange von 6 Sachen hintereinander einreihen, die hergestellt werden sollen. Und wie funktioniert das? Indem du auf B drückst. Mhm. Und dann kannst du dort bei dem Beruf, dann nimmst du halt deinen Herstellungsberuf, Kunstfertigkeit. Mhm. Ja. Und kannst dort dann einstellen, was hergestellt werden soll. Das mit der Rüstung, also wo wir letztes Mal waren, war bei Versorgungsgütern, oder? Moment. Ja, Versorgungsgüter war das. Aber ich gucke jetzt, ich möchte jetzt gerade einmal im Kreis laufen und gucken, ob denn von diesem ist. Es gibt ein Weihnachtsevent. Was könnte ich denn als dritter Beruf dazu nehmen? Dito. Bringt es uns überhaupt was? Du hast... Cybertech-Blinder. Ich glaube, Ermittlungen gehört dazu. Aber gib mir einen Moment, ich hab's aufgeschrieben. Wenn nicht, weil Beton gleich noch die Berufe nachher. Ja, Moment. Mal kurz Zeit, ich muss mal kurz mich entfernen. Ich hab mich schon entfernt. Ach, dieses entfernen. Bei diesen orangenen, also diesen Adjektiv, gibt es, wo man das selbst aufrüsten muss oder sowas, ne? Also für Kunstfertigkeit ist der dritte Beruf dazu die Schatzsuche. Und für Cybertech ist es Unterwelthandel. Müsstest du, glaube ich, gleich nochmal wiederholen, wenn er wieder da ist. Das war für mich. Seine wissen wir noch gar nicht. Er hat doch, er für ihn ist es Schatzsuche. Ich muss mich selbst übertroffen haben. Ich denke, dass sie sehr zufrieden sein wird. Unterwelthandel. Auf der rechten Seite müsste Unterwelthandel dabei sein. Ach so. Nette Kicht verstellt. So.
Du hast schon alle drei Berufe? Ich? Nee. Dann wäre dein dritter Beruf Revans Schatten. Schatzsucher. Ich lese hier gerade Revan Schatten bei dem Druiden. Komm, rechts, komm rüber. Aber hier habe ich eine Quest für einen Flashpoint, die Enter-Mannschaft. Danke dir, MP. Dann meiner, wann er wird war. Ah, cool. Und was macht der Schatzsucher jetzt? Moment. Also hier auf der Flotte stehen anscheinend immer mal wieder Typis rum für Quests. Okay. Und hier war gerade eine Quest für eine Instanz. Und zwar für die Enter-Mannschaft. Die du jetzt machst ohne uns. Nein, ich habe euch nur darauf hingewiesen, dass wir hier so eine Möglichkeit hätten. Okay. Ja, ne? Aber Foxy, wenn du dir Zeugs kauft für in die Rüstung rein, hier drüben, Modifikationshändler für Stufe 38. Sekundäre Farbmodul. Okay. Ich werde mal die Berufe offline skillen, denke ich. Also wenn ihr Lust habt auf eine Inni, so wie es aussieht, sind wir wieder für eine bereit, und zwar die Enter-Mannschaft. Und die haben wir noch nicht gemacht. Nein. Also hier vorne steht ein Druide, der hat dann eben das Lila in der Dreieck, ich suche ihn gerade. Bei alle anderen, wo irgendwelche Typis sind von Quests und von Innis, haben gar kein Quest-Dreieck über ihrem Kopf, aber die haben... Da, wo ich jetzt bin. X1-02. Wollen wir den jetzt noch machen? Frage. Ja. Und dann die Verabschiedung oder Inni. Natürlich muss sie erfolgreich sein. Okay, ich mach dann erstmal wieder. Warte, ich bin doch gar nicht in dem Ding. Ja.